Hey ho, Freunde des guten Geschmacks und willkommen bei Flav Games. Wir spielen mit euch eine weitere Folge How to Survive, ich und der Simme im Koop, den Story-Modus. So, wir haben jetzt den Benzinkanister geholt und müssen jetzt wieder zurück zu Ramon. Es ist noch tiefste Nacht und wir hoffen, dass uns niemand anfällt, überfällt oder durch uns durchfällt. So. Na, schauen wir mal. Erstmal was trinken, weil trinken ist immer gut. Ja, genau. Hier. Das ist super. Ich muss noch meine Wasserflaschen voll machen. Ich habe noch. Ich habe. Noch zwei leere Flaschen. Ich habe also, eine. Also du und ich im Endeffekt. Ich habe eine volle Flasche. Okay. Wir müssen halt schauen. Ich habe halt das Licht an meiner Schürze, an meiner Weste. Und. Wir müssen halt schauen, dass wir halt nicht irgendwie mal erschrocken werden oder erschreckt werden. Nein, da lang. Komm, ich. Hier lang ist kürzer, ich hab gesehen. Da ist ein Hirsch. Der jetzt. Aber jetzt. Ach. Oh Gott, Hilfe. Hilfe, Hilfe, die bösen. Bösen Inselbewohner wollen mich fressen. Da ist Stoff. Ach so, siehste. Was wir vergessen haben. Den Leuten mal zu zeigen, wie wir aus diesem biegsamen Ast. Ja, genau. Ach so, ich brauche. Ja, ich brauche die Stoffrolle von dir. Warte, die kannst du gerne kriegen. Wir wollten ja mal den Leuten zeigen, wie das so ist mit sehen, so Zeug zusammen craften. So, dann crafte mal, mein Freund. So, ich kräfte jetzt aus meinem biegsamen Ast. Du Lula. Mit dem Stück Stoff, Seil, wie auch immer, einen biegsamen Bogen. Und wir und mal gucken, mein Schatten. Oh, mein Schatten, der bewegt sich mit einem Licht. Ja, so muss es sein. So, und wir können aus dem Holzstock mit der Machete uns 10 Pfeile zusammenschnitzen. Jetzt haben wir Pfeil und Bogen. Auswählen tue ich das jetzt auch mal ganz kurz. Ausrüsten. Ich weiß halt bloß nicht, ob das in der Nacht so gut ist. Oh. Wir müssen. Nein, ja, das ist die Frage, ob man nachts als Bogenschütze. Oh Gott. Oh gut, ich habe ja auch eine Machete. Also, ich kann mal hier. Also, ich kann zielen damit. Aber schießen möchte ich halt noch ungern. Aber wir können das ja mal testen. Oh Gott. Oh. Oh Gott. So, wir müssen nach rechts, mein Freund. Wir müssen nach rechts. Aber. Das kann mir gerade handeln. So. Irgendwie. Ja. Oh. Wir. Oh Gott, Hilfe! Oh Hilfe, ich bin tot. Du musst mir mal kurz auf die Beine helfen. Das macht nichts. Das kriegen wir hin. Oh. Ich muss hier meine klassischen Pfeile, die ich auf den Zombie geschossen habe, kann ich auch wieder einsammeln. Ja, ist Hotel. Oh Gott sei Dank. Okay, dann kommen wir hinten lang. Gott sei Dank ist Hotel, aber das ist okay, von diesem Farbspiel beziehungsweise halt diesen Lichteffekten sieht auch cool aus, gefällt mir. Ja. Also bis jetzt macht das Spiel richtig Bock und im Steam Summer Sale für einen unschlagbaren Preis kann man nicht meckern. Warte mal, hier unten ist noch was, oder? Nee, doch nicht. Nee, wir müssen eigentlich hier hoch zu den bösen Leuten, die hier rumstehen. Gut, dann gehen wir halt zu den bösen Leuten. Hallo, ihr fiese Möps. Möps? Möppes. Die bösen Möps. Alter, fass bam, mich nicht an. Bam. Ich bin eine Frau, ich möchte nicht von dir angefasst werden. Und wir warten wieder alle nur auf dich. Ja, entschuldige. Gut, aber im Gegensatz zu dir bin ich ja schon wieder halb tot. Da war noch ein Stockschlüpp. Stockschlüpp? Ja, nein, halt gar nicht. Das war ein Stück Stoff, aber na gut, so ist es halt. Wenn man halt rumfiebert auf das Deutschlandspiel, da ist man schon ein bisschen. Genau. Unterwegs. So. Ich muss jetzt schauen. Deine humpelt auch schon. Meiner auch. Ja, wir müssen uns mal heilen hierbei. Wir gucken erstmal, was Ignaz hat für uns. Warte, warte mal. Wir machen erstmal hier da unten noch den einen Typen tot. Beziehungsweise. Bam! Und mal den Kopf abgeschnitten. Ach komm, wir gucken einfach nochmal hier weiter runter. Vielleicht sind hier nochmal Heilpflanzen.
Vielleicht finden wir hier noch was Schönes, aber ich glaube nicht. Aber ich höre da schon wieder was knurren. Ja, das kann mein Magen sein, man weiß es nicht. Das kann möglich sein, aber ich glaube, es wird sich der Magen nicht an. Achso, hier waren wir ja schon. Vorhin mal. Ja. Ja, wir haben doch drüben ganz im Dunkeln gestochert. Aber in dem Westen da. Wir waren da noch nicht im Westen von der Karte hier, aber gut, ich meine, wir können das mal zu. Ja. Bratislava gehen, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt. Ich einfach mal Bratislava nennen, ist immer gut. Ja, gut, wir haben jetzt mal noch die Leute getötet. Ich habe mal noch ein paar Erfahrungspunkte abgestaubt. Hier gibt es da bestimmt eine Heilpflanze. Ich hab's im Urin. Außergewöhnliche rote Pflanze. Das ist schön. Vielleicht kann man die halt mal ein bisschen braten. Ich weiß ja nicht, so ein bisschen vegetarische Kost. Ja, da müssen wir mal später schauen. Mal heilen. Du musst dich mal heilen, mein Bester. Ich muss mich heilen? Da, guck, ja. Geheilt. Haha, hast gesehen. So, Jungs, ne? Und Mädels und wenn ihr halt meint, dass sich der Lord Flav so wenig heilt, dann schreibt's mal in die Kommentare. Ja, dann schreibt mal hin. Flav, du heilst dich so wenig, was soll das werden? Ja, aber bitte auch in der Tonlage, da wäre ich ganz nett. Oder, ja, da wäre ich ganz zufrieden. Ich bin immer ganz nett. So, aber jetzt muss ich einfach mit den Typen sprechen und wir schauen mal, was er zu sagen hat. Well done. Gut gemacht! Ja. Er wollte nicht, dass wir überleben. Im Endeffekt. Familie. Was mit ihm los, Alter? Oh Gott, Zombies. Ich höre sie. Nee, er ist ein Zombie. Shit. Look. Er may be a survivor. Go see who is. I'll prep the boat to take us to the air tank. Okay, don't worry. Was ist da los? Ich. Mission abgeschlossen. Doch, Mission ist abgeschlossen. Wir haben ihnen den Benzinkanister gegeben. Wir müssen natürlich wieder loslaufen, um die Leute zu retten, während er hier sich einen gemütlichen macht auf dem Schiff und wahrscheinlich ohne uns wegfährt. So. Levelausstieg. Jawohl, sehr gerne. Ich verteile sehr mal meinen gerne. Punkt. Was habe ich denn jetzt? Wir haben das Lagerfeuer frei. Also du kannst auch. Nee, Lagerfeuer habe ich ja schon. Ja, aber du kannst auf Bogenschützen gehen. Genau, das habe ich mir auch gerade überlebt. Also ja. Nee, geht nicht. Ach so, hier gibt's. Okay, ich muss erst schnelle Hand machen. Genau, schnelle Hand. Und von schneller Hand kann ich denn. Ja, okay, passt schon. So, aber da ist jetzt die Frage, Leute, ne? Da ich halt wählen kann zwischen schwerer Kosten, von Angst ab dem Durst und Hungerpegel mal 2. Oder halt, jawohl, auf unkaputtbar. Ja, das werde ich wohl eher machen. Ich mach unkaputtbar. Ich bin unkaputtbar, ich bin eine Maschine. Du stehst im Rampenlicht. Nee, okay. Ernsthaft, wohin müssen wir jetzt? Wir müssen jetzt die Küste hinauf. Ja, ja, gut, aber wir könnten halt erstmal die Insel noch am Westen erkunden. Ach. Nicht? Nein. Okay. Wir gehen jetzt einfach hier. Ins Getümmel. Halt, warte, da lag gerade noch was. Da lag ein Stopp. Bam. Bam, bam. Einfach rein hier und die Leute einfach nur wegmetzeln. Was ist denn da? Das ist doch bestimmt was zum Aufsammeln, oder? Nee, schade. Oh, ich dachte. Das sah halt so verdächtig aus. Und die Köpfe rollen. Los, Wettrennen. Kopf 1 gewinnt. Kopf 1? Nein. Hast du gerade die Möwe abschlachten? Ja, ich habe gedacht, das geht. Vielleicht geht es ja auch. Man weiß es noch nicht. Was haben wir hier? Nix. Oh, hier Leichensäcke. Oh, guck. Da oben ist Bartha Illich. Hier sind noch mehr Leichensäcke. Und Bartha Illich hat einen. Der hat einen bösen Knallstock, meine Freunde. So, Mergen, sprich ihn mal an. Ich spreche mal an. Oh, das ist Kovac! Kovac! But you're alive. Good. Trying to break into one of my huts was not a good idea. I think you realize that. Was sind deine Hütte? Oh Gott. Can you remember? No problem. It's the same for me. All ahead. Oh Gott, okay. Das ist so schwer. I'm Kovac. Okay. Nice to meet you. Don't be alarmed by the get up. That's the kind of protection.
Sieht aus wie eine Schweißerbrille. Ja, das ist aber Freund Kovacu, der Mann, der uns hier die ganzen tollen Bücher hinterlässt. Mit den tollen Animationen. Gut, ja, ich. Da springen wir halt mal gerne in fremde Bude. Steig in Kovacs Boot und fahre für deine erste Überlebensmission zu seiner Insel. Was ist denn heute los, sag ich mal? Stock mitnehmen. Ja, nee, Stock geht nicht. Das ist bestimmt da unten das Boot, wo wir einen Anlasser brauchten. Komm mal her. Hier ist ein Zombie. Ja, wir müssen auch. Echt? Ja, da ist ein Fragezeichen auf der Map. Feuersteine, die nehme ich mal mit, weil wir brauchen. Oh, eine Holzaxt. Genau, eine Holzaxt, würde ich gerade sagen. Wir machen die aus Stöckern, Stein und Werkzeugkasten. Oh, ja, die haben wir doch da, oder? Genau. Ich werde jetzt mal probieren, was habe ich gesagt? Ein Stock. Ein Stock, Holzstock. Zusammenfügen. Ja. Mit einem Stein. Und ein Werkzeugkasten, bitteschön. Und das nochmal zusammenfügen mit einem Werkzeugkasten. Und wir haben eine Holzaxt, eine starke Nahkampfwaffe. Nahkampfwaffe. Wache. Durch ihr Gewicht dauert der Angriff länger. Das macht nichts. Aber wir haben schon mal eine neue Waffe zusammengebaut. Das ist ziemlich cool. Ja, ich komme schon. Erreiche La Vendita Island. Na dann. Okay. Dann gehen wir mal nach La Vendita Island. Errungenschaft freigeschaltet. Es läuft wie ein Länderspiel. Deutschland gegen Algerien. Mein Schatz, das hat ja noch ein bisschen Zeit. Das habe ich doch. Wir werden es doch sehen. Wir warten auf dich. Ja. Ich muss auch ein bisschen brauchen, weil du weißt, das Beste kommt meistens zum Schluss. Genau. So, jetzt sind wir auf der Insel und wir warten immer noch auf dich. So. Jetzt müsste langsam mal hier funktionieren. Ja, da ich halt nicht so einen ganz guten PC habe, wie Lord Flav. Meiner ist ja auch erst neu. So, jetzt fragen wir mal hier Kovac. Kovac, was hier los ist? Kovacland! As I said, it's basic, but it's been enough to help me survive so far. Anyway, let's get started. You've got a lot to learn and not a lot of time, so pay attention. Ja, dann lernen wir doch mal was. Wir haben die Mission abgeschlossen und wir warten wieder auf Spieler 2. Ja, aber ich kann ja. Oh, jetzt müsste es gehen. Jawohl. Ja. Jetzt geht's. So, erstmal hier umgucken. Hier ist eine Taschenlampe. Hier, da wo ich stehe, ist eine Taschenlampe. Okay, warte, ich nehme sie mit. Ich nehme sie mit. Ja, nimm sie mit, weil ich habe ja schon eine. Das ist sehr schön, dass du eine hast. Guck erstmal rum, ob wir hier noch irgendwas finden. Hier ist noch was. Was ist denn da? Du musst mal ein Stück hochkommen, sonst sehe ich das nicht. Ein Holzstock nehme ich mit. Packe ein, da kannst du Pfeile draus machen. Genau, deswegen. Und hier. Okay, wir gucken erstmal ja außerhalb. Nehmen. Dieses Absperrsounds. Molotow-Cocktail. Oh. Schön. Aus einer Flasche, einer Tankstelle und ein Stück Stoff. Nein, natürlich nicht aus einer Tankstelle, sondern wahrscheinlich aus dem Benzinkanister von vorhin. Warte hier. Oh, da unten ist noch eine ungewöhnliche blaue Pflanze. Und hier sind ungewöhnlich viele Zombies. Und ich bin ein Mädchen, ich darf nicht sterben. Na, ich glaube, auf dieser Insel sind wir mit Kovac seiner Hilfe ziemlich sicher. Je nachdem. Ja, jetzt gucken wir einfach mal hier weiter, was hier so noch am Anfang ist. Da ist noch eine. Noch eine Machete. Oh gut, die kann sie nicht mitnehmen, wir haben schon alle eine. Ja, gut. Alter, wie zur Hölle. Holzstock, aua, du hast mich verprügelt. Ja, das werden wir vielleicht jetzt noch lernen. Wir gucken jetzt einfach mal hier, wo unser Kovac ist. Beziehungsweise erkunden einfach jetzt mal hier kurz die Map. Da ist Kovac. Ein Haufen Tote hier, ein Haufen Grabsteine. Genau. Bevor wir jetzt hier weitermachen, suchen wir hier oben Jawohl. Dann das hauen wir Ding kaputt. Ab. Was ist hier? Nix.
Hier bin ich. Okay. Ja, Kumpel, ist okay. Kovac, wir kommen. You think these mutant zombies are your worst enemies? No. Okay. You are your own worst enemy. Look at you. Skin all shriveled, muscles weak, hands shaking. This isn't the zombie's fault. It's your fault. When was the last time you ate? I know. Now you think about it, it's obvious. You have to eat. That's the topic of the sixth chapter of my book. In time, you will thank me for this advice. But first, you've got to get some food. I'm not going to just give it to you, though. You've got to fend for yourself. You can find plenty of food around here, once you know how to spot it. For instance, see those woods? There are plenty of roots to eat in there. Try, go towards the headland. Find two or three roots to eat. You will feel better right away. If you need more information, just refer to my book. Each chapter gives you critical information, which will help keep you alive. Be vigilant. Infected soldiers may be in this area. Understand? They are hungry too. So, kill them before they kill you. Wunderbar, wunderbar. Jetzt kommen wir zu diesem Thema, was wir vorhin mit dem Trinken angesprochen haben. Jetzt haben wir da oben nämlich auch die Prozentanzeige, dass wir Hunger haben. Also jetzt macht auch dieses Trinken und Essen Sinn. Richtig. Und somit verabschieden wir uns erstmal von dieser Folge und hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Und wir hoffen natürlich, dass ihr auch wieder bei der nächsten Folge dabei seid, wenn wir uns essbare Wurzeln, Zombie, Rücken, Gehirne oder sonstiges zu uns ziehen. Nur Menschenfleisch. Oder nur Menschenfleisch zu uns ziehen. Hoffen, es hat euch Spaß gemacht und ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn Flav Game, Lord Flavor und Simme mit euch zusammen survive to how to survive? How to survive, mein how Freund. How to survive. Hat sich nicht geändert, der Name. How to survive spielen. Ja. Bis dann und noch einen schönen Abend.